Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Tanks zusammen mit einem Rio und der liebe Grimmi ist mit dabei. Hallo Grimmi. Jo, hi. Ja, wir fahren heute mal eine Runde 50-100 und haben gleich ein ganz nettes Gefecht. Kann man eigentlich von dem Scoreboard kann man nicht ausgehen, welche Seite man startet, ne? Das geht einfach überhaupt nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, das Bild ist immer unterschiedlich, von welcher Seite man startet. Tatsächlich? Ich glaube schon, aber ich bin mir da nicht sicher bei. Es gibt ja irgendeine Mutti, die anzeigt, von welcher Seite du startest. Ja gut, aber das weiß ich ja auch, wenn ich hier drin bin jetzt im Spiel. Ja, na gut. Hast du eine Idee, wo wir langfahren können, wollen, Ich werde tun? tendenziell zur Camperpose hingefahren, wo ich immer stehe, aber da kann jemand dahin. Wir können auch in der Mitte reinfahren, von dort aus agieren oder komplett Suizidpush nach J3 machen, aber was schlau ist, weiß ich nicht. So eine krasse Yes möchte, dass ich folge. Ja, was machen wir? Ja, Suicide-Push macht keinen Sinn, weil wir 40 Sekunden lang reloaden, oder? Sollen wir das trotzdem probieren? Ja, das ist das Blöde. Ich würde jetzt mal in die Mitte ranfahren und mal schauen, wie sich die Gegner verteilen. Gut. Ah, 50-100. Ich mag den Panzer, du magst den ja nicht so. Mit den langweilig zu spielen. Ich habe bald das zweite Gunmark drauf. Bin ich aber beim ersten Spiel zu selten dafür. Das war eine schöne Zeit, den Road to Tier 10. Ach ja. Da kommen Erinnerungen wieder hoch. Good old days. Zugfahren macht auch mit der Bahn Spaß, aber unsere Züge sind pünktlich, zuverlässig und erfolgreich. Das ist schon mal eine tolle Werbung. Pünktlich, zuverlässig und erfolgreich. Aber er fährt gerade nicht mal im Zug. Was soll man dazu sagen? Irgendwie ist hier gerade Zwergenaufstand. Aufstand. Die haben eine M44. 8H. Und einer Ferda. Einer Ferdinand. And I know, don't know, wer der Ferdinand ist. Ja. Aber ja klar, dass die Arti mich trifft, ne? Weil irgendwie selbsterklärend. Trifft mich natürlich für 840. Warum gehst du nicht einfach auf irgendetwas anderes? Das verstehe ich mal nicht. Na 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 na. Dahin können die raufschießen, der Panda 2 und sowas. Ja, das merke ich gerade auch. Muss mehr weg, because of the Artas. Weg dem Crumble. Der Crumble muss platzen. Ja, ich zieh schon ein. Der hat ja gerade verschossen. Olahü. Olahü. Ich glaube, ich lade mal nach. So vorsichtshalber. Man weiß ja nie, was kommt. Ich frage mich nur noch, wo der Bohr sich hielt, dass er den Krumpel treffen konnte, oder was? Nee, war der Gegner. Puff. Ich hab noch 4 drin, sag, wenn du nachgeladen hast. 25 Sekunden noch. Weiß ich. Wo war denn der? Ja, Ferda. Hab ich dir schon mal gesagt, wie sehr ich diese Map hasse? Ich hasse die auch. Ich finde die echt scheiße. Ich bin nachgeladen. In 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt. Nice. Wobei ich mir die Schuss noch kurz auf, bevor der T34 irgendwas meint, hier pushen zu müssen. Wo wolltest du denn rauf? Panther 8-8 ist zumindest weg. Aber ich sehe, der Borsig steht halt da noch hinten. Ja. Wir können doch natürlich versuchen, den T35 schnell rauszuklippen. Ja, wenn der Boss sich da noch steht, ist aber kacke. Er stand irgendwo bei K2 hinten, weil er halt den Comet weggebracht. Außer, er ist weggefahren. Blöde Situation. Situation. Was macht der Cromwell hier? Der steht einfach, der spielt gerade Panzersperre oder was? T34-4, wir haben den T34-4. Das.
Ach, vor, das soll vor heißen. Report him for bot. Lol, an dem komme ich doch eigentlich ganz gut ran. Wait. Nämlich diese neumodische Jugendsprache, ey. More luck, everyone. Fucking RNG. Hier ist jetzt scheiße. Jetzt hat er RNG ist kein. dieser Bitch. Jetzt hat er schon wieder kein Leben mehr. Wodurch bin ich jetzt aufgegangen? Da ist der Borsig. Durch den bin ich aufgegangen. Ach, der Borsig hat natürlich noch die 15 cm drauf. Muss ja so sein. Logan. Der Kommissar steht einfach nur so da. Kein Fickwart gegeben. Hat er dich aufgemacht, Herr Porsig? Der hat mich abgeschossen. Ah, verdammt. Er hat halt die 15 cm drauf. Ah, verdammt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo der Porsig ist. Hinterm Berg da oben, der stand der an ihm drauf. Nein, ist er so. Hinterm kleinen Berg. So ein lächerlicher Panzer. Das ist einfach nur ein lächerlicher Panzer. An Lächerlichkeit nicht zu übertreffen. Er geht einfach überhaupt nicht auf. Vor allem so, wie er da in dem Busch drin stand. Hätte er einfach mal aufgehen können. Ja. Naja, egal. Das der war eine schloss ziemlich bloß beschissene bei Runde. offen und ging dann auch, wenn ich erst wieder auf Mitte des Feldes war. Ah, die hat mir leider wieder die Runde versaut. Gibt es leider. Ja. So komme ich nicht zu meiner zweiten Gunmark. Naja. Oh, die Sue scheint, ist sie AFK oder was? Hab ich hier schon rausgeklickt, ich Idiot. Aber ich glaube schon. Ich glaube, den T34 von uns kann man mal als Bot reporten. Die Sue ist put. Was ist denn das eigentlich für eine neue Funktion hier? Ach, das ja, sind das die. müssen die dynamischen Ziegen oder was? Interesting. Das habe ich gerade nicht gesehen. Da kann man Leute in den Zug laden, einfach so. Yes. Einfach so. There you can invite and annoy other people. This is useful. Mal gucken, die S3 stirbt. I bet. Was wäre dein Tipp? Dein Hint? Schafft sie's? Ja, also ich bin schon im Dings in der Garage, weil ich ungeduldig bin. Du Noob. Mann. Nimm mich nicht so. Ich fühle mich persönlich angegriffen. Zu Recht, Camille, zu Recht. Ui. Ui. Ich glaube, die ist weggefahren. Tja, ich kann jetzt darüber reden und du kannst es nie nachvollziehen. Ich weiß. Fährt bestimmt in Richtung Cap. Ich habe meine Panzer im Kreis, meine Güte. Macht wenigstens auch Spaß. Ach, ihr müsst sie doch jetzt nicht zwangsweise töten. This is a M40 slash M43 with a big cannon and a star on it. It is. It's so beautiful. I can't believe it. It gets the power of the accuracy of oh, the star. Oh, IS-3, IS-3, stirbt er, stirbt er. It's wie willst du so den denn da treffen? Wie willst du den denn da treffen noch? Oh, ihr trifft ihn. Siehst du, was unerwartet. Oh, er hat einfach nur gegen den Berg splashen müssen. Der stand so nah da dran. Jetzt denkt er sich, okay, jetzt ist sie One-Shot. Ich fahre einfach direkt rum und dann stirbt er. Wow. Doch, das könnte passieren.
Das könnte wirklich passieren. Oh, lol. Der fährt halt voll drauf. Please not. Please don't tell me he's doing So, this. like hier. Ah, ich wusste es. Das ist das Lotto spielen. Aber pass auf, Glücksspiel kann süchtig machen. Warum tut ihr das denn? Es war so klar, es war so übelst klar. Oh Gott. Es wird immer unterhaltsamer. Warum macht man denn sowas? Er hat doch einen sicheren Schuss da gehabt. Er hat einfach eine AE durchladen müssen und irgendwie, weiß nicht, in die Nähe vom Felsen schießen müssen oder so ein Scheiß. Die IS-3. Was hat denn die für ein Splash-Radius mit der AE? Bestimmt 2 Meter oder so, wa? 2 Meter ist aber richtig übertrieben, lass mal gucken. 1,6 Dürre. bestimmt. Das sind 2,49 Meter. Ha, habe ich es nicht gesagt? Monster-Tipp Nein. von mir. Ich habe 2 Meter gesagt. Bestimmt 2 Meter habe ich gesagt. Das ist Mensch, bin ich jetzt. Auf wen hätte er denn geschossen oder wer wäre das Ziel gewesen? Hier ist 3 auf eine M40, auf die Arti. Er hat ihn sogar eine verpasst. Die stand noch mit 27 HP. Oh Mann. Und die ist da auch nicht weggefahren. Er konnte ja sie sicher beschießen, ohne dass er da irgendwie getroffen wo, hätte getroffen werden können. Und dann ist er zwar näher herangefahren an den Stein, aber er hat sich ja umpositionieren können und hätte von hinten einfach eine HE da an den Stein ranschießen können. So ungefähr an die Position, wo der steht. Aber gut. Wäre es so einfach gewesen. Also, Cheater reported. Was für ein Bob. Oh Mann. Gott, ey. World of Tanks ist wirklich, ohne zu scherzen, das Spiel mit der schlechtesten Community, vor rein vom Benehmen her und vom Verhalten her, was ich jemals in meinen ganzen Jahren als, ich sag mal in Anführungszeichen, Gamer angefasst habe. Mit weitem Abstand. Das ist so krass. Früher, selbst bei Counter-Strike, wenn ich mich mal an Counter-Strike 1.6 und Source erinnere, da gehört es noch zum guten Ton, GG am Ende zu schreiben oder so. Oder am Anfang, Good luck, have fun oder so ein Zeug. Das gibt es überhaupt nicht mehr bei World of Tanks. Null. Null. Keiner gönnt einem irgendwas, alle kacken sich gegenseitig an. Das ist echt schlimm. Good luck, have fun, höre ich höchstens ab und zu mal beim Anfang und GG nur, wenn das Gegnerteam richtig hart dominiert und einfach rüber Ja. wurschtelt. Oder in CWs manchmal, aber sonst. Ja. In CWs gibt es noch so ein bisschen was von Anstand, aber. Ja, So, wo kann wollen ich wir auch mal hin? Wollen vergessen. wir den Hügel ein bisschen abschnippern? Ich glaube, bis dahin haben wir nicht auch nachgeladen, wa? Haben wir nicht nachgenommen, ich fahre mal ran und dann schaue ich weiter. Und wegen der Community, wie gesagt, ich habe es hier schon erzählt. Ich habe ja die Polenflagge aus Spaß und Jux und Tollerei reingemacht bei XVM. Und den Typen, der mich halt im Random Gefecht angeschrieben hat, daraufhin. Das Also ist von halt wegen, irgendwie von wegen. total bescheuert. Ja, von wegen. Nehmt ihr UFL schon wieder schon Polackenschwein auf, ihr Vaterlandsverräter? Zitat Ende. Entweder sind zu viele Leute, die sich für Kriegsgeräte und für solche Kriegssimulationen interessieren, einfach nur absolute Charakterschweine. Das kann natürlich immer möglich sein, dass einfach die Zielgruppe wirklich Wichser sind. Also charakterliche Kackspasten, so gesehen. Also wirklich so soziale Unterschicht, ich weiß es nicht. Oder das Spiel, ich weiß, keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären, warum alle so extrem jeden zuflamen und so Oder schlechte Spielverderber sind. Also ich das meine, ich Spiel bin spielt. auch mal sauer. Ich werde, wenn alles schief läuft, das kennt man auch von mir, ich bin dann auch mal ein bisschen madig. Aber ich würde doch niemanden Vaterlandsverräter oder so einen Scheiß nennen. Oder weil ich in einem Spiel sterbe, Cheater reported, obwohl es offensichtlich ist, dass die Arti eingetroffen hat. Lass mal versuchen, den zu ketten, wenn er hochkommt. Ach, T-44 steht im Weg. Aber tut bei mir auch schon die ganze Zeit. Der klickt doch daran, dass das Spiel auch viele recht junge Spieler hat. Klar, nicht jeder junge Spieler ist gleich ein Arschloch. Aber Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ein junger Spieler zu dir schreibt, du Vaterlandsverräter oder so. nee, das natürlich nicht. Das sind halt die härtesten. Aber ich meine von wegen Cheater, Hacker und die Beleidigungen. Also jetzt nicht, dass ich Vaterlandsverräter, sondern kann. Du scheiß Wichser, du Homo, du Mongo und solche Sachen. Oh lol. Team Attack. Lass mich hoch. Ah, KV4. Leute, was ist denn los mit ihm? Er fährt ein KV4. Warum tut ihr denn sowas? Warum fährt er denn so dahin? Oh mein Gott.
Wegen ihm hat mich die Hummel erwischt für 400. Upsala. Oh, lol. Ich Recht, bin Bro. Hacker. Das ist ein Borsig. Du Überhaupt? fährst voll in den Borsig. Ich mal klippen. Was war der? Wegklippen, wegklippen, wegklippen! Mach ihn weg. So, der Lümmel schießt nicht nochmal auf mich. So. Wegklippen, wegklippen. Oh, die sind bei uns im Cap. Ah, ich repariere lieber, bevor die Arti auf dumme Ideen kommt. Ich habe noch einen Schuss drin, den setze ich. Worauf? Auf irgendwas. Und versuchen wir unseren eigenen 450. Der beleidigt dich dann. Oh, da darf ich den eigentlich töten? Dürfen ja, aber ich weiß nicht, ob er was falsch gemacht hat oder einfach nur jemanden aus Versehen getroffen hat. Das weiß ich natürlich auch nicht. Und zum Beispiel der Richtung Community, schau dir einfach mal, keine Ahnung, Minecraft an. Die Bed Wars zum Na, Beispiel. Dumm habe ich ja nicht was gesagt. Wörter fliegen. Ja. Ich meine nur, dass die alle irgendwie, weiß ich nicht. Verrückt sind. Einen Schuss habe ich noch, den könnte ich auf den T150 setzen. Wo wir wieder bei Community wären. Ich lade mal nach. Da ich ja schon sorry geschrieben für was auch immer oder wie noch immer abgeschossen wird. Hat er? Ja, im Chat. Naja, wie passt es doch. Ich schätze mal, es ist irgendwie in einem Schuss gefahren oder sowas. Oder ja, zweimal. Er hat zweimal ja einen Team-Attack gemacht. Das ist kein Wunder, dass er dann blau wird. Ja gut, kann ja mal passieren. Kumpel von mir hat auch einen Tag wie außerdem viermal Team ja, gemacht. Ja, ist mir ja auch schon mal passiert. Aber das war hier an der, wo sie da wieder... Warum bin ich offen? Oh, die haben immer noch eine Arti. Die haben immer noch die Hummel? The fuck, kann jemand mal die Hummel töten, please? Komm ich an die Hummel vielleicht dran? Nee. Leider nicht. Oh, das ist ein T32. Der hat mir gerade gegeben. Da ist er wieder. Ich hab mir ein T-40 hinten rumlungert. Ja, hallo. Krieg ich den rein? Oh, lass ihn doch vorfahren. Nein. Komm, fahr da weg. Ich weiß, was ich noch machen, Bruder. Nee, ich komme nicht mehr an ihn ran, außer er fährt da weg. Oh, komm. Warte, 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 ja. Mach. Sehr schön. Yes! Nice! Ja, eine gute Runde, eine nicht so gute Runde. Passt. Standard. Genau, das ist so eine standardmäßige WLT-Folge. Auf erstmal ein Schnitzel. Oh, das wäre mal was jetzt, ein Schnitzel. Heute, bei mir gibt es heute Abend Leberkäse, aber so richtig schön frischen aus Bayern. Leberkäse gibt es heute Anguren Abend. Oder? Bitte? Anguren Leberkäse? Anguren. Gut, das war es soweit von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ein bisschen zumindest. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn ich mich vielleicht mit dem T28 quäle. Ich weiß es noch nicht. Bis dann, tschüss. Oh.